those subwoofers, dude. And check this out. Ja, servus Leute und willkommen bei mir, Play as Nick. Ja, noch von mir, Quadox vom Austrian Gaming World. Herzlich willkommen zu einem Co-op Let's Play. Und zwar von LEGO Minifigures Online, die Open Beta. Ja, noch vorweg wollte ich noch kurz was sagen, bevor wir hier starten. Und zwar, dass es sich hierbei um eine Open Beta handelt. Da wissen wir leider noch nicht, ob es sich um eine zeitweilige Beta handelt oder ob die jetzt bis zum Start des Spiels verfügbar ist. Deswegen lassen wir es am Anfang mal als Let's Test laufen. Sollte es sich dann herausstellen, dass man ewig Zugriff auf diese Beta hat, werden wir ein Let's Play daraus machen. Jo, so würde ich sagen, machen wir's. Und wir starten hier gleich in der Charakterübersicht, wo man sich eine Gruppe von Charakteren aussuchen kann. Und zwar sind drei Gruppen verfügbar. Ich würde sagen, wir stellen die Charaktere einzeln vor. Ich fange beim ganz linkesten an. Und zwar haben wir da, wenn wir draufklicken, sehen wir Hollywood Starlet, ein Leitbilder. Ist die Klasse wahrscheinlich? Leitbilder. Setz ich mal so ein Baumeister oder irgendwie sowas in der Art. Sowas in der Art, Baumeister wahrscheinlich, ja. Genau. Dann kommen wir zum Alien Avenger, ist ein Tech-Striker. Hört sich für mich, glaube ich, als Angreifer oder so an. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, eine Damage-Dealer-Klasse wird das sein. Schaut danach so aus. Der nächste ist so ein Kapitän, spricht mich sehr an, weil ich in Herr der Ringe mal einen Hauptmann gespielt habe. Deswegen Captain, Kapitän. Das wird eine Klasse sein, mit der ich sehr gern spiele, wenn wir draufklicken. Ein Nature Defender ist der. Kann wahrscheinlich debuffen, heilen. Werden wir dann eh gleich rausfinden. Genau. Dann kommen wir zur zweiten Klasse. Zum vierten Charakter, und zwar kommen wir zu Fortune Teller, und zwar ist es ein Magic Builder. Okay, auch wieder ein Builder. Interessant, da gibt es anscheinend verschiedene Arten von Bildern. Das ist ein Magic Builder. Okay. Was auch noch cool dazu sagen ist, jeder hat ja seine eigenen Fähigkeiten, und die sieht ja nach einer Wahrsagerin aus, hat ja auch die guten und bösen Karten in der Hand. Ja, sehr, das ist Detail. Ganz witzig. Ja. Ja. Auch mit dem Blitz, der oben einschlägt in dem Turm. Ja. Recht cool, diese Kleinigkeiten. Die nächste Figur ist ein Soldat, ein Roman, Light Striker, und der Blitz sagt mir auch, dass das ein Damage Dealer sein wird, höchstwahrscheinlich. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Charakter, und zwar zur Bumblebee Girl. Ist auch wieder ein Nature Defender. Beziehungsweise auch wieder mit sehr großem, mit sehr großer Verteidigung und vielleicht auch Heilfähigkeiten. Genau, könnte auch, vielleicht ist es auch so eine Klasse, die Gegner auf sich hält, so eine Tank-Klasse, ne? Kennt man aus anderen MMOs, solche Klassen. Könnte alles möglich sein, ich weiß nicht, ich gehe zum nächsten weiter, würde ich sagen, in Gruppe 3 der erste. Auch eine Building-Klasse, dieses Mal kein Magic oder normales, sondern ein Tech-Builder, der Plumber. Recht cool, die Hose auch und so, die Details, echt witzig. Genau, mit dem Plumper in der Hand, also echt cool. Ich frage mich, was der so für Fähigkeiten hat. Ja, die nächste Figur ist dann der Zyklops. Das ist ein Shadow Striker, auch wieder ein Angreifer, was der so drauf hat. Genau. Und bin ich sehr gespannt drauf. Genau. Die letzte Klasse ist wieder so ein Nature Defender. Also die Gruppen bestehen immer aus Builder quasi, Striker und Defender, und da gibt es halt dann verschiedene Untergruppen, hat man so das Gefühl. Ja. Interessant, ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir suchen sich eine Gruppe aus, Nick. Genau, und ich würde mal sagen, du darfst anfangen. Welche Gruppe möchtest du denn gern? Puh, schauen wir mal. Ich nehme einfach die ganz linkeste mit dem Captain und dem Alien Avenger. Ich wollte immer schon ein Avenger sein. Die nehme ich. Alles klar, ich habe mich auch schon entschlossen, und zwar nehme ich die letzte Gruppe, den Blumber, den Zyklopen und die Forest Maiden. Und dann würde ich mal sagen, dann klicken wir hier unten auf den Haken und schauen, was passiert. Okay, build your name. Okay, jetzt müssen wir uns einen Namen kreieren. Ich klicke mal beim ersten. Ich weiß nicht, was passiert. Ich heiße Zing, wie heißt du? Beim ersten. Mit Argon. Argon Sleeset Tooth. Argon, lass mich mal gucken. Ich heiße Zing Hippie. Zing Hippie. Und das letzte, Langfisch. Okay. Bei mir Cramp. Ich drück mal noch ein paar Mal drauf, mal gucken, ob da was Kites rauskommt. Skipper, jetzt hört sich doch cool an. Der Skipper Gas Cramp. Glitch Battle cool kommt jetzt raus, ist auch nicht. Mal gucken, was gibt's sonst noch so. Skipper Strong Cramp. Naja, nochmal. Glitch Battle Mirage, den nehme ich, das klingt lustig. Skipper Levy Cramp. Skipper Slick Cramp. Ach komm, drücken wir noch ein paar Mal. Skipper Toxic Cramp. Das nehmen wir jetzt einfach und drücken wieder unten auf den Haken.
Im Ladebildschirm sieht man auch schon andere Charaktere, zum Beispiel eine mit einer Paintball-Gun, hast du das auch? Siehst du den auch Ja. mit der Kaffeetasse, mit dem Sch Genau. Oder auch von eine Frau mit einem Smartphone in der Hand, mit Sonnenbrille. Und einen Maler sieht man auch. Okay. Ich denke mal, ich bin am Anfang des Tutorials. Na servus. Ich bin gerade noch am Entering Player Field, bei mir lädt's immer noch. Und sorry Leute für das Husten, ich bin immer noch ein bisschen krank. Werde dann aber in den nächsten Tagen vermutlich gesund werden, hoffentlich. Ja, das hoffe ich auch, mein Freund. So! Und da sind wir. Okay. Also die Welt allein schon, wie das texturiert ist, gefällt mir schon einmal sehr gut. Das sieht echt so aus, wie ich mir das vorgestellt habe eigentlich. Steuerung funktioniert, habe ich jetzt keine Ahnung. Einfach mit der Maustaste klicken. Du musst nichts machen, nur mit der Maus klicken. Okay, wie greift man an? Ah, wenn Gegner da sind, glaube ich, verändert sich dann das Maussymbol quasi, wenn du über den Gegner fasst. Ah, okay. Who put that card there? Move Whoa. Closer and then use your left mouse button to smash it. Alles klar. Ja, ja. Ja, du kannst ja mal, ich bin schon mal, bist du schon bei der Kanone gewesen. Okay. Ja, dann geh mal hin. Wow, dann haust da rüber. Ja, das ist cool, oder? Ein kleines Tutorial ist das nur, glaube ich, wie man Items so zerstört. Genau. Was die Sterne bringen, weiß ich jetzt auch noch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das müsste das Level sein, laut meinen Informationen. Ah, okay, und da kommt auch schon der Lebensbalken. 350 Leben habe ich mit diesem Alien Avenger. Ich habe mit dem Zyklops auch 350 Leben. Und ja, der Player One erklärt uns wieder, das ist sehr helpbar. So, und da haben wir den ersten Gegner. Und hast ihn besiegt, ist nicht so schwer. Natürlich. Ne? Und unten sehen wir auch, seht ihr auch, ne, die Leiste, das Level, interessant. Genau, anscheinend kann man aufsteigen. Auch gerade an. Bin auch gespannt, wie viele Level man in der Open Beta spielen kann. Bin ich auch sehr gespannt, jetzt müssen wir zur nächsten Kanone gleich weiter. Bumm! Da unten zeigt man es an mit Q oder mit dem Klick da unten auf die Supertrank können wir auch Tränke benutzen, also Heilungstränke. Sehr cool gemacht. Gut, ja, man regeneriert sich aber auch über Zeit, wenn man außerhalb des Kampfes ist, ne? Also die Tränke würde ich nur im Kampf dann auch verwenden. Gut, ich bin jetzt am Strand schon durch. Bist du auch durch? Dann katapultiere ich mich weiter. Bam. Ja, ich habe auch alle besiegt und komme jetzt zur nächsten Kanone. Bumm! So, there's a group of enemies ahead. Be careful. Alles klar. Da haben wir jetzt gerade jeder eine Spezialattacke bekommen. Bei mir schaut das aus wie so ein grüner Wirbel. Ich weiß nicht, was das macht. Bei mir sieht es aus nach einem Laser. Wow, meiner schießt den urfetten Laserball. Was macht deiner? Meiner schießt mit Laser, mit dem Laserstrahl. Cool. Das heißt, jeder hat da wirklich andere Fähigkeiten und so, ne? Also das ist das Schöne an diesem Spiel. Jede Figur hat wirklich einzigartige Skills, genau auf das halt, wie sie halt ausgerüstet sind, ne? So spezifisch meine ich. Genau, und ich habe Level 2 erreicht. So. Genau, ich auch. Level 2 ist mir gar nicht aufgefallen. Und jetzt geht's schon weiter zur nächsten Kanone. Ja, ich bin schon im Wald unten. Ich warte jetzt da mal vor dem Gegner. Ja. Da bin ich auch. Jetzt. Ah, es war eine Alarmanlage und jetzt haben wir bei dem Ding Tiger. Aber ja, Tiger oder Löwe muss man. Ja. Okay, und. So, den haben wir besiegt und wir haben irgendwas Neues freigeschaltet. Ja, ich bin da schon. Auch? Ja, ich bin ja schon drin in dem Menü. Da kriegt man so einen Sack mit einer Minifigur und den kann man aufmachen ganz einfach und da kommt jetzt eine raus, ich bin gespannt. Ich auch und zwar... Ah, ich habe Hollywood Starlet natürlich bekommen von meiner Gruppe, ne? Ich habe den Blumbo bekommen. Okay, passt. Perfekt. Aha, man kann, schau mal, man kann dann drei Charaktere equippen, die man freigeschalten hat. Genau. Das heißt, man ist nicht beschränkt auf immer eine Gruppe, sondern kann sich dann wahrscheinlich im Endeffekt drei aussuchen. Das ist, ja, cool, gefällt mir. Man hat immer drei quasi. Nicht schlecht.
Ja, da haben wir es auch schon. Hast du rausgefunden, kann man reinzoomen irgendwie vielleicht und sich das näher anschauen? Ich hab's mit Mausrad funktioniert es nicht. Nee, also ich habe bis jetzt noch nichts rausgefunden. Aber das werden wir bestimmt spätestens im nächsten Part dann rausfinden. So, ich benutze die Kanone und wir sind hier oben. Ich glaube aber, dieses Zusammenbauen funktioniert nur mit der Building-Klasse. Ich glaube, mit dem Damage-Dealer kann ich das nicht bauen, oder? Oder? Ja, glaube ich auch. Oh ja. Ich glaube, die Klassen sind auch so unterteilt, dass die... Nee, es geht aber. Bei mir geht's. Geht es bei dir? Schau es mal, ja. Nehmen wir mal deinen Damage-Dealer, der kann das auch. Ja, doch, er kann es auch. Vielleicht macht dies schneller oder so, wenn sie genau, eine Bilderin ist. Genau, das auf jeden Fall. Sie machen es schneller. So, und die nächste Kanone benutzen wir. New Area Quest. Clear the Pirates Presses from... Oh, und? So, First Quest. Ah, from the area. Alles ja, klar. Ja, Piraten. Jetzt wechsle ich aber den Charakter zu Toxic. Okay, und ich habe die Sternenpower da mit meiner Schauspielerin. So. Perfekt, dann geht's auch gleich weiter. Ich bin jetzt am Weg rauf gerade bei den Skeletten. Wie weit bist du? Ich laufe jetzt gerade auch noch den Turm hier hoch. Was ich auch echt cool finde, ist allein schon, wie die Welt aussieht. Das habe ich mir eh ungefähr so vorgestellt. Diese ganzen Lego-Themes, die man auch kennt, ne? Von früher noch, wie man kleiner war. Ja, und vor allem früher mit Lego gespielt und so. Ich auch viel, wirklich. Also von klein an. Und jetzt mein kleiner Bruder spielt sie immer noch. Spiele ich auch mit manchmal. So was für Erwachsene. Ich habe massig Legos übrig. Und zwar haben wir hier unsere Schatztruhe. Und was haben, da haben wir eine neue Figur erhalten. Schauen wir gleich mal rein. Ja, das ist da der Captain. Und da bekommen wir die Forest Maiden. Perfekt. Ich habe einen coolen Captain mit einem Fernglas. Ich bin gespannt, was der... Das ist auch cool. Ob der brauchbar ist. Dritte rein. Und was ich gerade gesehen habe, glaube ich, oder wartet mal. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, jeder Charakter levelt einzeln, aber ich glaube, wir levelt alle zusammen. Benutzen wir gleich mal die nächste Kanone. So. Steht der Player vor uns? Hey, ja. There you are. I've been waiting for you. Okay. We minifigures meet every day to celebrate our friendship. We were going to welcome you and throw a party in your name, but it seems everyone else is missing. Hello. Video game guy. Hey, video game guy. Where is everybody else? Hello, swashbuckler. No idea, we just arrived. It is rare that nobody else is here. That is certainly strange. Sounds like an opportunity for adventure. Why don't you come with me to the pirate world? We can look for our... Ja, ich kann da gleich sagen, dass wir jetzt wahrscheinlich in die Multiplayer-Welt kommen werden. So sieht das für mich aus. Yeah, let's go to the pirate world. Wunderbar. Und jetzt ist die Frage, kann man sich einladen? Spawnst du bei mir? Das hat jetzt nämlich links so einen Button mit Freunden. Da werde ich dich jetzt einfach mal ganz einfach einladen, würde ich sagen, oder? Bin ich gerade da rein mal zu der Pirate World. Jetzt bin ich gerade im Ladebild schon wieder. Okay, dann stehe schon auf der kleinen Insel. Da links ist dann so ein Freundeslistenknopf. Ich war noch am Einsammeln allem. Was ist überhaupt? So, es gibt irgendwie Diamanten. Click on the diamonds to pick them up. Diamonds can be used to upgrade your minifigures and to buy a riot of things in the shop. Okay. Und wo meinst du das? Das mit dem Freunde? Ja. Klick da auch mal drauf. Die Frage ist, wie man sich hinzufügen kann. Das ist für mich auch noch eine Frage. Ich hab mal auf Invite drückt. Hast du was gekriegt? Ah, ich weiß nicht genau. Ich laufe mal weiter, glaube ich. Lauf mal in die erste Stadt vielleicht, ha?
Ich mache es auch einfach mal weiter. Und schlimmstenfalls treffen wir uns dann auch erst im nächsten Part. Genau so ist es, aber bis so, dahin. Follow the. Oh. Bei mir macht der Captain Wirbelstürme. Das ist auch nicht schlecht. Ja, die machen schon ein bisschen Schaden wenigstens, diese Affen, ne? Die sind nicht mehr ganz so einfach. Ist gut. Man kann auch die Kisten zerstören, nicht vergessen. Für ich seh's grad. So Sternchen. Okay, wir sollen dem gelben Pfeil folgen immer. Auf der Minikarte. Machen wir das einfach mal. Oh, ich glaube rechte Maustaste ist Spezialattacke. Ich glaube, ich habe die gerade unabsichtlich gemacht. Ich bin so ein Sammler, also ich werde überall eigentlich alles looten. Ich auch, ja. Gleich doppelt an und super Angriff. Und da scheint es, als würde man noch Lebenspunkte finden. Ich habe gerade die ersten Herzen gefunden. Okay, ich habe gerade das erste, so irgend so ein Stein oder so gefunden. Ja, Lebenspunkte habe ich auch gefunden im Moment. Okay, und von den Bäumen kann man nichts machen, gell? No. Also ich habe bis jetzt noch nichts gesehen von den Bäumen. Ich gehe mal auf diese Hauptinsel, wo der gelbe Punkt ist, dann Richtung dort. Noch mehr Affen. Hey, kann man die zusammenziehen gleich vielleicht? So, die haben wir auch alle besiegt. New Crest Goal. Alles klar. Build a cannon to smash the wall. Okay. Aber zuvor werden wir hier noch alles looten. Gefunden. Da haben wir noch was. Haben wir da was? Ah nein, die müssen wir mit der Kanone dann vermutlich machen. Ja, das da bin ich gerade. Dann holen wir uns den Baumeister und den Plumper. Und Schuss! Wow! Richtig, richtig geiler Schuss, Mann. Oh, da kommen die Gegner. What is going here? On here? Why did you destroy our wall? What did the wall ever do to you? With the Islanders, when pirates, when ghostly pirates, and now this? I've had enough! Lass mich einmal vorlesen. Throw this vandal in jail. Sir, I, yes sir. Oh, da kommt Ladebildschirm. Okay, jetzt bin ich immer im Gefängnis, ne? Die Wand hat man nicht zerschießen dürfen anscheinend. Ja. Darfst du vorlesen? Ahoi! You're finally awake, eh? My name is Captain Pete, and I'm a pirate. That I be. Arr, I've made fill of this place. Let's get out of here. You look strong. Help me smash this pesky wall down, will ya? Ich werde jetzt aber trotzdem mal diese ganzen Kisten zuerst zerstören. Das sind Spinnen. Oh mein Gott, ich hasse Spinnen. Ich mag Spinnen gar nicht. Wenn ich was nicht mag, sind das Spinnen, mein lieber Freund Nick. Ja, geht mir genauso. Ich bin jetzt auch nicht so ein Spinnenfreund, ganz ehrlich. Also, wenn mir wer Fan-Mail schicken will, bitte keine Spinnen. Ja. Aber ich würde ganz ehrlich jetzt mal sagen, dass wir das jetzt im ersten Part rein haben und dann würde ich mal sagen, im nächsten Part geht es dann hier in dem Gefängnis weiter. Ja, genau so schaut's aus. Ei, ei, wird der Pirat sagen. Genau, okay, Dankeschön fürs Zuschauen, meine Freunde, bei dem ersten Part von LEGO Minifigures Online. Ich hoffe, ihr hat der Part gefallen. Wenn ja, drückt einen Daumen hoch, abonniert mich, favorisiert mich, könnt auch gerne das Video teilen. Dann sieht man sich bald wieder hier bei uns beiden. Hier im Let's Play Together von LEGO Minifigures Online, die Open Beta. Danke fürs Zuschauen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Ja, mein Name ist Quadox. Ich sage das nächste Mal. AGV. Out.